Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. Juni 2018? Ich habe in den letzten Tagen Gedanken gemacht, was könnte ich verbessern, welche Neuigkeiten kann ich bringen, und ich möchte in Zukunft Tageshoroskop und Mondmagie trennen. Und hier bei Tageshoroskopen erkläre ich die einzelnen Tierkreiszeichen, was passiert, was ist zum Erwarten, und ich fasse das kurz. Und bei Mondmagie auch täglich beschreibe ich die Einflüsse von Sternen, auch die Mondbewegung. Dann kommt natürlich Engelbotschaft dazu und auch die Halbedelsteine, auch Düfte, Rituale. Und wo ich noch ein bisschen bei mir hängt, wie ich das vermittle. Ich kann natürlich sagen, Merkur-Einfluss oder Einfluss von Venus, von Mars. Ich kann das als Planeten bezeichnen. Das ist natürlich dann astrologisch. Meine Idee wäre, dass ich die Planeten, wie das früher im griechischen Mythologie, als Götterwelt beschreibe und die einzelnen Tierkreiszeichen wie Königreichen. Und dann könnte ich das bildhaft, märchenhaft vermitteln. Das ist so meine Art, etwas zu vermitteln. Wenn ich zum Beispiel dann erzähle, dass im Königreich Zwillinge begegnet sich Apollo, der Sonnengott, gerade mit Hermes, die Götterbote, und haben ein wichtiges Gespräch miteinander. Das hört sich anderes an, wenn ich sage, Sonne und Merkur steht in Konjunktion im Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist so mein Gedanken. Wo aber hängt, ich möchte nicht religiös werden. Also ich bin selber christlich und ich akzeptiere alle Art von Religionen. Mir ist wichtig die göttliche Energie, dass wir immer in diesem göttlichen Energie auch bleiben, in die Liebe und in diesem Glauben bleiben, und dass wir natürlich äußern unseren Wunsch des Weltfrieden. Und alles andere, die Bekämpfung oder religiösen Kriegen, das ist nicht meine Art. Natürlich, wenn ich jetzt eintauche in griechische Mythologie, das entspricht natürlich die früheren Götterwelt. Und dann stoße ich ein bisschen in meinen Grenzen, weil ich weiß es nicht, wie das ankommt. Ich möchte nicht religiös etwas bewirken, sondern ich möchte das märchenhaft, fantasievoll darstellen. Das ist so meinen Gedanken. Und da muss ich noch überlegen, wie ich das in Form bringe. Und jetzt aber zurück zum einzelnen Tierkreiszeichen. Diese Aufnahme ist jetzt ein Tageshoroskop und hier geht es um Fakten. Ich mache das auch kurz und ich beschreibe die einzelnen Tierkreiszeichen, und die Märchenwelt kommt dann bei Mondmagie. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillingen in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Zwillingsgeborenen, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren oder sich selbst in die Mitte zu stellen, sehen, gesehen werden, wahrgenommen werden, und die Zwillingsgeborenen werden auch wahrgenommen. Es entsteht bei den Zwillingsgeborenen aber das Gefühl, die verletzten Gefühle kommen wieder hoch. Und es ist wichtig, das zum Transformieren, also immer hier und jetzt bleiben und in die Zukunft orientiert denken. Und das Loslassen, Verabschieden, die Vergangenheit, die alten verletzten Gefühle. Die gute Nachricht ist, dass in den Tagen verbessert sich das auch alles. Ein wichtiges Gespräch, einen klärenden Gespräch ist zum Erwarten.
In der Liebepartnerschaft ist alles bestens bei den Zwillingsgeborenen, aber die Gerechtigkeit, da nagt bisschen die Zwillingsgeborenen. Entweder haben sie eine rechtliche Lage und das ist noch alles zu schwammig, oder im Arbeitsplatz erleben sie Ungerechtigkeit und sie wissen nicht, wie sie handeln sollen. Also da entsteht eine gewisse Spannung oder Unsicherheit. Aber sie sollen die inneren Unsicherheit überwinden. In die Liebe haben sie Glück. Ein erklärendes, wichtiges Gespräch ist zum Erwarten. Hier wird auch über Gefühle gesprochen. Und wichtig ist die Vergangenheit so lassen, wie das ist. Das muss nicht alles aufwärmen, weil das sind verletzte Gefühle. Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine fließende Energie, was die Liebepartnerschaft betrifft. Und die Krebsgeborenen haben Glück gerade in die Liebe. Die Kommunikation nimmt zu und hier ist auch zum Erwarten einen klärenden Gespräch. Wo sie sich die Kraft einsetzen, da entsteht eine gewisse Unsicherheit bei den Krebsgeborenen. Sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie orientieren, aber ein Gespräch, eine Nachricht hilft dabei, da die Klarheit zu bekommen und dann können die Krebsgeborenen eine klare Entscheidung treffen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben noch die karmischen Themen, weil sie suchen ihren Platz im Leben oder eine Aufgabe, kommen auch karmischen Erinnerungen wieder hoch oder karmischen Begegnungen. Die Löwengeborenen brauchen gerade Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter den Füßen. Und genau daran arbeiten sie und entweder gründen sie etwas oder brauchen sie diese Sicherheit und da setzen sie ihre Kraft ein oder gründen sie gerade etwas. Kraft und Mut haben die Löwengeborenen, Möglichkeiten, Chancen haben sie auch schöne Gespräche und gute Verträge. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben tolle Ideen. Aber sie wissen nicht, wie das umsetzen sollen. Und dann kommt die Jungfrau-Eigenschaften. Alles analysieren, überprüfen. Und das bremst. Die Jungfrau-Geborenen lernen gerade, das mal so spielerisch betrachten und sie sollen spontan handeln und aktiv sein. Also das bedeutet spontane Entscheidungen treffen. Wenn eine Idee kommt, dann spontan das Umsetzen im Tat, weil das bringt sogar Glück bei den Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben auch tolle Ideen und auch Möglichkeiten, Mut und Kraft, das Umsetzen in Realität. Schöne Gespräche erwartet die Wagengeborenen, weil sie bekommen eine gute Nachricht. Und besonders die Wagendamen haben auch Glück in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Da fließt alles und das ist eine schöne Liebesenergie. Aber in beruflichen Situationen sind Einschränkungen da. Es läuft nicht nach Wunsch. Und die Skorpiongeborenen empfinden das als ungerecht. Und jetzt das zum Klären, mit dem Chef zu klären, ist nicht einfach. Entweder fehlt die Mut und fühlen dich die Skorpiongeborenen unsicher, oder der Chef hört gar nicht zu und es ist sehr schwierig momentan im grünen Zweigen zu kommen. Die einzige Lösung ist abwarten, bis das sich verbessert und etwas in Bewegung kommen kann. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht. Themen, was wichtig sind bei den Schützengeborenen, ist die Liebepartnerschaft, aber da fühlen sich ein bisschen unsicher. Obwohl die Schützendamen haben auch Glück gerade in die Liebepartnerschaft. Die zweite Thema, was auch eine Bedeutung hat bei Schützengeborenen, das ist die berufliche Situation. Und da haben die Schützengeborenen die Kraft, die Möglichkeiten, die Chancen, etwas zu verbessern.
Worauf achten sollen, das ist die Gespräche, eine Nachricht. Nicht nur warten und zurückhaltend sein, sondern es ist wichtig, die Kontakt aufbauen, die Gespräche suchen, weil so entsteht wieder alles in Harmonie. Und somit können die Schützengeborenen etwas klären, etwas bereinigen und es kann auch sogar helfen, weiterhelfen, weil dann ist eine gute Nachricht, eine gute Botschaft ist zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Steinbock geboren haben gerade eine Lernaufgabe, ihren Träume, Wünsche, Sehnsüchte, Visionen auch mal ernst nehmen und dürfen erlauben auch mal träumen, weil dieser Traum wird wahr. Das einzige Problem ist die Zweifel. Und sie sollen ihren Zweifel überwinden. Und dann kommt das alles in Bewegung. Was noch wichtig ist bei den Steinbock-Geborenen, das ist die Liebe-Partnerschaft. Aber so ähnlich wie bei Schützengeborenen, wobei bei Schützengeborenen handelt sich um Gespräche und bei Steinbock-Geborenen handelt sich um die Liebe, nicht nur warten und warten, weil dann schläft das alles ein und führt zu Missverständnissen, sondern in Bewegung setzen, Interesse zeigen, ein Kompliment aussprechen oder öffnen, Gefühle zeigen und so kommt die Kontakt und so kommt das alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben tolle Ideen und das setzen sie um im beruflichen Umfeld. Also einen beruflichen Aufstieg ist zum Erwarten bei den Wassermann-Geborenen. Hier gibt es auch karmische Themen und das ist die alte Karma, die Vergangenheit. Es kommen die Erinnerungen und es klärt sich auch etwas auf. Einen klärenden Gespräch ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben eine wunderbare Liebesenergie und auf diese Liebe können sie vertrauen. Das Problem entsteht dann, wenn sie nachdenken in die Vergangenheit und dann kommen alten verletzten Gefühlen hoch, fühlen sich die Fischengeborenen verletzt und die verlieren die Vertrauen in die jetzigen Partnerschaft. Also es ist wichtig, die Vergangenheit loslassen und hier und jetzt sein und im Vertrauen bleiben mit dieser schönes Liebesenergie gerade. Ein klärendes Gespräch zum Führen ist nicht gut für die Fischengeborenen, weil keiner hört zu, führt zu Missverständnissen oder sogar zum Streit. Also eher schweigen, zurückhaltend sein und abwarten für einen besseren Zeitpunkt. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Und die Wiedergeborenen haben gerade die Kraft und die Mut, etwas beruflich in Bewegung zu setzen. In die Liebe-Partnerschaft fühlen sie ein bisschen unsicher, aber da kommt auch bald eine bessere Zeit. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen gerade die Ruhe. Sie fühlen sich erschöpft, kraftlos und müde. Aber diese Ruhephase hilft auch für die Stiergeborenen, weil im Ruhe liegt die Kraft und sie können etwas noch überprüfen, nachschauen, vorbereiten, Gespräche führen, orientieren und auch mal das Leben und diese Zeit auch mal genießen. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte das im selben Tag oder spätestens bis nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.